Vielen Dank. Digitale Ethik, das ist ja fast mein Stichwort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Thomas Lohninger und ich komme von der netzpolitischen Grundrechts-NGO Epicenter Works. Ich vertrete heute hier 154.616 Aktien des Dachverbands kritischer Aktionärinnen und Aktionäre. In meiner letzten Rede zu Ihnen vor 2 Jahren ging es um den Stream-On-Tarif dieses Konzerns. Damals war der Tarif gerade erst auf den Markt gekommen und ich habe Sie eindringlich davor gewarnt, welche Konsequenzen er auf das freie Internet und den Konzern haben wird. Ich habe aufgezeigt, wie durch diesen Dienst neue Walled Gardens, neue nationale Grenzen im Internet eingezogen werden und wie die Deutsche Telekom hier in die Vergangenheit investiert. Was ich in der letzten Rede vor 2 Jahren kritisierte, ist heute immer noch gültig. Die Datenvolumen in Deutschland sind im europäischen Vergleich viel weniger gestiegen und auch nicht signifikant billiger geworden, als notwendig wäre, um den steigenden Bedarf einer vernetzten Informationsgesellschaft gerecht zu werden. Diese Stagnation ist eine direkte Folge der künstlichen Verknappung durch Zero-Rating-Angebote wie Stream-On. Diese Stagnation ist gefährlich für die deutsche Wirtschaft und riskiert vor allem ländliche Gebiete weiter ins Abseits abrutschen zu lassen. In unserer Studie über die Lage der Netzneutralität in Europa vom Jänner 2019 konnten wir in einer ökonomischen Analyse eine starke Korrelation zwischen Zero-Rating und schlechter Internetversorgung nachweisen. In Märkten ohne Zero-Rating-Angeboten fallen die Preise für mobiles Datenvolumen jährlich um 10%. Da, wo Zero-Rating-Angebote aus dem Markt fallen, sinken die Preise immer noch um 8%. Lediglich in Märkten mit andauerndem Zero-Rating steigt der Preis sogar um 2%. Was heißt das nun für Deutschland? Stream-On verteuert die Gigabyte-Preise für das offene Internet. Und die Lösung wäre ganz simpel. Stream-On abschaffen und den Kunden die vollen Datenvolumen zuzugestehen, für die sie heute schon bezahlen, aber das eben seit 2 Jahren nicht nutzen können. Sie kennen meine Kritik und meine Forderungen. Was neu ist, sind die Zahlen aus dem europäischen Vergleich. Diese bestätigen, was ich Ihnen schon vor 2 Jahren gesagt habe. Die Bundesnetzagentur konnte sich leider nicht durchringen, das Stream-On-Produkt zur Gänze zu verbieten. Das hätte der Regulierungsbehörde Mut abverlangt und dafür ist ihre Lobbymacht innerhalb Deutschlands und der Regulatory Capture zu groß. Aber was die Bundesnetzagentur im Dezember 2017 getan hat, ist wenigstens die ganz offensichtlich europarechtswidrigen Teile des Stream-On-Produkts zu verbieten. Es erging im Dezember 2019, also 9 Monate nach Markteinführung von Stream-On, ein Bescheid, wenigstens die Drosselung, also die mutwillige Verschlechterung von Dienstqualitäten und den Verstoß gegen die EU-Roaming-Regeln zu verbieten. Gegen diese Behördenentscheidung zog die Telekom vor Gericht und verlor 2-mal im Eilverfahren. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Münster, überraschenderweise alle vorherigen Entscheidungen außer Kraft gesetzt. Als Begründung führt das Gericht erwartete erhebliche wirtschaftliche Nachteile für die Telekom ins Feld. Die Telekom steht auf dem Standpunkt, dass Stream-On nicht wirtschaftlich darstellbar sei, wenn diese Auflagen umgesetzt werden müssten. Meine Damen und Herren, wenn ein Chemiekonzern es wirtschaftlich nicht darstellbar empfindet, seine giftigen Chemikalien nicht in die Flüsse zu leiten, sollten die Gerichte dann auch Umweltstandards, von denen alle profitieren, außer Kraft setzen? Hörtges, ich habe Ihnen vor 2 Jahren gesagt, dass dieses gefährliche Experiment von Stream-On auch dem Konzern aus wirtschaftlicher Sicht aus dem Kopf fallen kann. Wieso ist man dieses Risiko damals eingegangen? Sehr ähnliche Verstöße wurden bei sehr ähnlichen Tarifen in fast allen EU-Ländern erkannt und von den Regulierungsbehörden verboten. All diese Produkte kamen nach Stream-On auf den Markt und wurden trotzdem schon längst wieder als illegal zurückgezogen. Wie kann es sein, dass Stream-On, die einzige Netzneutralitätsverletzung in Europa, die seit bald 2 Jahren unverändert gegen geltendes EU-Recht verstößt, ein ähnliches Produkt in Österreich von Telekom Austria wurde innerhalb 1 Monats verboten und vom Markt genommen. Wieso kann sich die Telekom aussuchen, an welche Gesetze sie sich hält? Die maximale Strafe, die die Telekom in diesem Thema erwartet, beläuft sich auf maximal 500.000 Euro. Das sind 0,0007% des Konzernumsatzes des letzten Jahres. Deutschland steht an 19. Stelle im europäischen Vergleich in der Höhe der Strafbestimmungen für Verletzungen der Netzneutralität. Es stellt sich die Frage, ob es klug ist, für den Gesetzgeber Gesetze zu machen, die zu brechen billiger ist, als sich daran zu halten.
In keinem anderen Wirtschaftsbereich wäre es gegenüber Konsumentinnen und Konsumenten möglich, die Stückzahl von dem, was man verkauft, mit einem bis zu anzugeben. Ich verkaufe dir bis zu 10 Äpfel. Deshalb hat die EU auch im Zuge der Netzneutralitätsregelungen festgelegt, dass Kunden zumindest im Festnetz eine Minimum-, Durchschnitts- und Maximum-Bandbreite vertraglich zugesichert bekommen. In vielen Ländern gibt es dann ein wie zu erwartendes Sonderkündigungsrecht, damit Konsumenten aus Verträgen kommen, in denen dauerhaft nicht das geliefert wird, was versprochen wurde. Nur in Deutschland fehlt so ein Sonderkündigungsrecht und das, obwohl die meisten Verträge hierzulande eine extrem lange 24-monatige Kündigungsfrist haben. Wie wirkt sich nun diese Regelungslücke aus? Naja, laut dem jüngsten Bericht der Bundesnetzagentur erreichen im Festnetz gerade einmal 13% der Kunden die vertraglich vereinbarten Werte. Stellen Sie sich das mal einmal vor. Ein Vertrag und nur 13% von den Verträgen, die Sie haben, werden eingehalten. 30% der Kunden bekommen sogar nur weniger als die Hälfte von dem, was versprochen wurde. Ich will noch kurz zu dem Thema 5G kommen. 5G höre ich in Brüssel sehr oft. Es ist das große Heißversprechen der Branche, ein Buzzword, das hip und cool ist. Wir hören, mit 5G soll alles in Ordnung kommen. Versprochen. Ja. Ich verweise hier auf eine sehr gute technische Analyse von TNO, die zu dem Schluss kommt, bei 5G fehlt bis heute die Killer-Applikation. Wir wissen bis heute nicht, wieso wir dieses teure Netzwerk brauchen, was es uns wirklich bringen wird, wem es was bringen wird und wieso bestehende Technologien nicht ausreichen. Das Einzige, was sicher ist, dass wir schnelleres Internet mit 5G bekommen, wenn, und das Wenn ist hier groß, wenn wir viel mehr in die Glasfaserinfrastruktur stecken und wenn wir viel mehr, noch wirklich viel mehr, Mobilfunkmasten aufbauen, weil die Zellen kleiner sind. Das sind genau die zwei Probleme, an denen Netzbetreiber in den letzten Jahrzehnten schon gescheitert sind. Das Einzige, wozu 5G derzeit wirklich verwendet wird, ist als Argument gegen die Netzneutralität in der laufenden Reform der europäischen Regeln. Zuletzt habe ich noch ein wichtiges Anliegen, in dem ich um Ihre Unterstützung bitte. Und keine Sorge, worum ich Sie bitte, liegt in Ihrem Interesse. Herr Oetkes, Sie haben vorhin Greta Thunberg angesprochen. Viele von den großen Problemen unserer Zeit sind in gewisser Weise Generationenkonflikte. Der jungen Generation ist der Erhalt einer lebenswerten Welt wichtig. Sie wollen mit ihren Anliegen und ihren Vorstellungen über die Zukunft auch gehört werden im politischen Prozess. Die größte Petition Europas mit 5 Millionen Unterschriften und die größten europaweiten Demonstrationen in einem netzpolitischen Thema mit 200.000 Teilnehmerinnen letzten Samstag haben sich gegen verpflichtende Upload-Filter, Artikel 13 der EU-Urheberrechtsrichtlinie, ausgesprochen. Auch die Telekom profitiert vom Host-Provider-Privileg. Sie ist sogar abhängig davon, sowohl als Telekom-Betreiber wie auch von einem lebendigen Internet, das überhaupt eine Nachfrage für ihre Internetzugangsdienste erzeugt. Deshalb bitte ich Sie, nutzen Sie Ihre Kontakte bei diesem wichtigen Thema. Das Gesetz zur EU-Urheberrechtsrichtlinie wurde letzten Dienstag im Europaparlament beschlossen. Die einzige Möglichkeit, die es noch gibt, diesen enormen Kollateralschaden für das offene Internet abzuhalten, wäre am 9. April in der Ratssitzung. Und wahrscheinlich ist Deutschland das einzige Land, das hier noch umstimmbar ist. Ich komme zu meinen Fragen. Frage Nummer 1, wie viele Gerichtsverfahren oder Verfahren der Regulierungsbehörden führt die Deutsche Telekom in Europa bezüglich Zero-Rating oder Roaming? In welchen Ländern und zu welchen Produkten werden diese Verfahren geführt? Was sind die absoluten Quartalszahlen für Festnetz-, Mobilfunk- und Hybrid-Kundensegmente in Deutschland seit 2014? Welchen Anteil hatte die Tarifstruktur von StreamOn am Upsale auf? Lieber Herr Lohninger, wenn ich Sie unterbrechen darf, wenn Sie ein bisschen klarer und ein bisschen langsamer sprechen könnten, könnten wir die Fragen besser beantworten. Sehr gerne. Danke. Da muss ich mich auch nicht zu beeilen. Aber stellen Sie bitte nicht so viele. Sind nur neun. Okay, also die erste Frage ist ganz simpel. Wie viele Gerichtsverfahren oder Verfahren bei Regulierungsbehörden führt die Deutsche Telekom in Europa bezüglich Zero Rating oder Roaming? In welchen Ländern und zu welchen Produkten werden diese Verfahren geführt?
Was sind die absoluten Quartalszahlen für die Festnetz-, Mobilfunk- und Hybridkundensegmente in Deutschland seit 2014? Welchen Anteil hatte die Tarifstruktur von StreamOn am Upsell auf das Hybridkundensegment? In welcher Höhe wurden Rückstellungen oder Rücklagen für laufende oder antizipierte Verfahren im Zusammenhang mit EU-Verordnung 2015/2120 gebildet? In welchen Ländern und aufgrund welcher Produkte wurden diese Rückstellungen oder Rücklagen gebildet? Wie viel Datenvolumen ist für das Zero-Rating nicht abgerechneter, für das Zero-Rating in StreamOn reserviert? Welche Partnerschaften mit anderen Firmen gibt es im Bereich 5G? Und nachdem es Herr Höttges auch vorher schon angesprochen hat, welche konkreten Industrien oder Verticals haben Sie für Ihre 5G-Geschäftsmodelle im Sinn, neben dem klaren Internetangeboten, die Sie darüber natürlich betreiben wollen? Danke sehr. Vielen Dank, Herr Lohninger, für den engagierten Beitrag.